pünktlich heute die Pressekonferenz eröffnen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, anlässlich unserem Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den Tabellenführer der Liga, gegen den Traditionsverein 1. FC Köln. Und wir freuen uns natürlich auf dieses Spiel. Jetzt am Sonntag hier bei uns im Hartwald den 1. FC Köln begrüßen zu dürfen. Und sind natürlich auch guten Mutes, ein gutes Spiel abzuliefern und es entsprechend auch anzugehen. Ich darf zunächst mal Sigi Müller nochmals heute entschuldigen, der ja ein paar Tage im Krankenhaus war, für einige Untersuchungen machen zu lassen. Die hat er alle erfolgreich bewältigt, aber heute hat er nochmals Termine. Und ab nächste Woche wird er dann auch gewohnt hier wieder den Platz einnehmen. Ich darf mich dann wieder zurückziehen. Von daher habe ich heute die Aufgabe, das nochmals zu machen. Ich darf natürlich unseren Cheftrainer Adolf Schwarz recht herzlich begrüßen und darf ihm natürlich jetzt auch das Wort geben zum Spiel. Einmal vielleicht nochmal einen Rückblick zu Cottbus, dann eben den Ausblick für den kommenden Sonntag und eben zur allgemeinen Situation. Adolf. Ja. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, wir haben ein schönes Spiel vor der Brust. Mit dem 1. FC Köln. Aktuell Tabellenführer mit 39 Punkten, 32 geschossenen und nur 11 bekommene Tore. Der 1. FC Köln ist die beste Auswärtsmannschaft mit 21 Punkten. Sie waren 6-mal erfolgreich auswärts als Sieger, haben 3-mal unentschieden gespielt und nur eine Niederlage hinnehmen müssen. Das zeigt, was für eine Qualität hier auf uns wartet am Sonntag. Der 1. FC Köln hat den Anspruch, in die erste Liga aufzusteigen, was mit Sicherheit gerechtfertigt ist, wenn man den Kader anschaut. Und sie kommen natürlich her mit einer Niederlage. Sie sind nicht so gut ins Jahr 2014 gekommen. Sie haben 1-0 gegen Paderborn verloren, das habe ich selber gesehen. Paderborn hat ein sehr starkes Spiel gemacht, Köln kam nie so richtig ins Spiel rein. Und ich denke, dass sie diese Niederlage hier wieder korrigieren wollen. Und deswegen werden sie mit Sicherheit hier anders auftreten als zu Hause. Für uns, wir sind sehr gut reingekommen ins Jahr. Wir haben 1-0 gewonnen in Cottbus. Bei einer schwierigen Auswärtsaufgabe. Cottbus stand mit dem Rücken oder steht mit dem Rücken zur Wand. Die haben schön Betrieb gemacht, da haben wir die 20 Minuten, 25 nicht so gut agiert, sondern nur reagiert und sind trotzdem, wenn man das Spiel dann über 90 Minuten nimmt, als verdienter Sieger vom DAX gewonnen, weil wir die besseren Möglichkeiten hatten, der Gegner kaum Torchancen. Und haben uns dann dieses 1-0 auch richtig verdient. Da jubelt selbst die Kaffeemaschine mit. Jetzt haben wir uns eine gute Ausgangsposition geschaffen für die restlichen 14 Spiele und hoffen natürlich, dass wir auch so wie wir ins Jahr jetzt reingekommen sind, dass wir uns auch ein bisschen Zuschauer erspielt haben, die uns hier unterstützen können bei einem schönen Spiel gegen den FC Köln, die uns unterstützen, um vielleicht auch hier gegen den FC Köln unsere Heimstärke weiterhin beizubehalten und die 3 Punkte hier im Hartwald behalten zu können. Personell sieht es so aus, ausfallen wird auf jeden Fall Danny Blum mit einer Muskelfaser in der Wade. Ausfallen wird auf jeden Fall Jovanovic mit 5. gelben Karte. Max Müller mit Sprunggelenksproblemen, die er schon länger hat. Dann Zabachnik, Trainingsrückstand und Matthias Zimmermann auch einen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Des Weiteren sieht es bei Florian Hübner gut aus, der die Woche bis jetzt gut trainiert hat und einen leichten Trainingsrückstand noch hat, aber es sieht schon ordentlich aus, genauso wie bei Marco Tiede,
der eigentlich den Trainingsrückstand aufgeholt hat. Ist sowieso ein bisschen ein Stehaufmännchen, der Marco, der immer unterwegs ist. Und da eine Alternative bieten kann, genauso. Manuel Stiefler hatte 2 Tage ein bisschen kürzer getreten. Schlag auf die Wade in Cottbus, ist aber auch wieder im Trainingsbetrieb drin. Dann erfreuliches ist für mich, dass der Kader ja relativ groß ist und dann Spieler, die hinten dran stehen, in der zweiten Mannschaft ein hervorragendes Spiel gemacht haben. Christian Klippo hat mir eine tolle Rückmeldung gegeben über die Spieler Hiegel, Klotz, Kluft, Knoll und Uzuma, die hier in der zweiten Mannschaft sich voll reingekniet haben und sich dann dementsprechend auch wieder ein gutes Signal für mich, um anzubieten. So, vielen Dank, Alois. Sind Fragen an Trainer? An Sie, Herr Schork, können Sie uns was über die Zuschauerzahlen sagen am Sonntag? Ja, also es sind Stand heute 8600 Karten verkauft. Unsere kompletten Sitzplätze sind eigentlich schon seit 10, 14 Tagen komplett gedeckelt, also ausverkauft dahingehend. Und das ist sicherlich auch ein Manko, was man jetzt gerade bei den großen Spielen sieht, dass wir zu wenig Sitzplatzkapazitäten haben. Und von daher freuen wir uns natürlich, dass wir im Sommer vielleicht bauen können und dass wir dieses Dilemma auch beheben können. Aber Fakt ist, dass wir mit Sicherheit 1500, 2000 Sitzplatzkarten mehr hätten verkaufen können. Und man braucht heute nur rauszugucken, das Wetter sich anzuschauen. Dann sind natürlich unüberdachte Stehplätze nicht unbedingt der Hit. Oder jetzt auch momentan das verlockend, dann sich noch Stehplätze zu suchen. Wir hoffen trotzdem, dass noch bis zum Wochenende Zuschauer sich entscheiden werden, auch Stehplätze zu nehmen und uns entsprechend dann auch zu unterstützen, insbesondere in unseren Heimbereichen zu dem Spiel gegen den 1. FC Köln. Können Sie das aufschlüsseln, wie viele nach Köln und wie viele nach Sandhausen gegangen sind? Nach Köln sind 3.500. 3.500. Herr Schaub, das ist aber mehr als üblich, oder? Ja. Doppelt so viel? Ja, wären ja normalerweise 10%, um Gas zu geben. Und das wären ja dann in dem Fall über 1.300 Karten gewesen. Aber das haben wir ja auch in der Vergangenheit schon so gehandhabt gegen den KSC und auch gegen Kaiserslautern, wo wir dann eben im Gästebereich drüben, auch im Stehblockbereich, dann eben den Gästen das zur Verfügung stellen, zusätzlich. Herr Schwarz, wenn der Jovanovic nicht kann, ist die erste Wahl für Sie im Sturm, kann man da schon was sagen, wie sind die da Ihre Planungen, ein Stürmer, zwei Stürmer, gar keine. Wir haben ja jetzt in Cottbus mit 2 Stürmern gespielt, mit Blum und Adler. Dann musste Blum raus und haben Jovanovic nachgelegt. Also trotz dessen, dass wir nicht so gut reingekommen sind, haben wir trotzdem offensiv weiterhin ausgewechselt, hat sich bezahlt gemacht. Die Mannschaft ist gefestigt und da kann man auch dann eventuell mit 2 spielen, aber ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Wer wäre dann der Zweite? Adler und? Diakité ist noch da. In den Medien wird auf Ulm und Adler spekuliert. Ne? In den Medien. Gut, ne? Ist ja schön, dass man spekuliert. Ne? Auf Ulm und Adler mit Sicherheit auch bewährt. Der David Ulm hat ja die Position schon gut ausgefüllt, auch in Heimspielen sehr gut. Deswegen ist jetzt auch eine Variante, aber wir haben ja auch schon gespielt im 4-3-3. Das heißt, das Mittelfeld etwas stabiler gemacht und dass wir auch mit 3 offensiven Spielen etwas weiter vorne dann angreifen. Da gibt es schon Möglichkeiten. Ich weiß, die neuen Schmendler und die AGC, wie weit sind die integriert in die Mannschaft? Hat es schon gereicht oder fehlt da noch so ein bisschen was, einfach um sich einzugewöhnen an die Mitspieler? Ja, also man hat ja schon gesehen, dass noch ein bisschen was fehlt, logischerweise.
sind noch nicht so lange bei uns, aber wir haben in der Vorbereitung sehr gut gespielt. Der Markus ist jetzt dann langsam, weil er auch dieses Zweitligaspiel in Cottbus gemacht hat, vielleicht schneller angekommen wie in Diakité oder wie in Osuma, die jetzt nicht gespielt haben. Aber auch da haben wir gesehen, da ist noch Luft. Und das ist auch schön so. Sie haben ja Köln betrachtet, die Paderborn, worauf muss man besonders aufpassen? Was ist das für eine Auffaller in dem Spiel? Ja gut, jedes Spiel ist anders. Wenn man aber das gesamte Spiel vom FC Köln sieht, sieht man, wie stark sie in der Offensive sind. Mit Risse, der ja auch im Hinspiel beide Tore gegen uns gemacht hat. Mit Halfa, mit Helmes, mit Uca, mit Bröker. Das ist schon eine gute Qualität. Und da muss man ja auch sehen, sie haben erst 11 Tore gefangen. Also ist eine Mannschaft, die beides sehr gut kann. 32 geschossen, nach vorne sehr ordentlich, nach hinten sehr, sehr kompakt. Haben natürlich mit Marot und Wimmer zwei richtig erfahrene, Bretschko auf der rechten Seite. Lehmann, der jetzt leider gelb gesperrt ist, aus Kölner Sicht, der die Abwehr oder vor der Abwehr hier viel abgrast. Also ist schon eine Mannschaft, die eigentlich Erstliga-Charakter hat. Ja. Aber ich denke, Sie müssen nicht viel sagen, Ihren Jungs, oder? Die hätten schon von sich aus viel Lust, gegen den Tabellenführer zu gewinnen. Ja, das geht nicht unbedingt immer um den Tabellenführer, sondern es geht auch darum, jetzt natürlich kommt eine Mannschaft, die einen anderen Anspruch hat, aber sich daran zu messen. Ne? Ist doch schön zu sehen, wo jeder Einzelne steht, wo wir stehen, mit so einer Mannschaft sich messen zu können. Und da freuen wir uns einfach drauf. Also wir haben ja bis jetzt das immer auch so gut hingekriegt. Es ist ja egal, ob wir in Cottbus spielen, in Anführungszeichen, ne, habe ich ja auch gesagt, Tabellenletzter oder gegen den Tabellenersten, die Mannschaft ruft Konstanz ab. Und das ist wichtig. Denken Sie über Änderungen nach, weil, ja, weil sich einer auftrennt aus irgendeinem Grund, zum Beispiel starke Trainingsleistung? Das habe ich ja letztes Mal vor dem Footballspiel auch gesagt, dass es unheimlich schwer ist, weil die Leistungsbereitschaft jedes Einzelnen unheimlich hoch ist. Und deswegen ist es auch schön, vielleicht auch mal, wenn einer mal schwächeln sollte oder ausfällt oder krank ist oder verletzt, dass man auch dementsprechend gut nachlegen kann. Und deswegen habe ich jetzt nicht unbedingt schlechteres Gefühl, wenn der andere mal ausfällt. Gestern, vorgestern gab es schon drei Vertragsverlängerungen. Können Sie dazu noch was zu sagen, Linsmeier, Tiede und Arnbach? Ja, ich kann nicht dazu sagen, dass es mich richtig freut. Ne? Mich freut es, Timo Achenbach, eine sehr stabile Hinrunde gespielt. Erfahrung, die man immer gebrauchen kann von 290 Zweitligaspielen in seinem Alter. Linsmeier, Tiede, hoffnungsvolle. Ja, sind schon fast nicht mehr dann Talente. Ja. Sind schon, haben schon einen kleinen Sprung nach vorne gemacht, ja, die dem Verein noch viel helfen können in den Vertragsjahren, die sie noch haben. Was schätzen Sie vor allem an Linsmeier? Auf Einzelne einzugehen. Also. Er spielt es, wie soll ich sagen, Linsmeier hat eine sehr gute Spielauffassung. Ne? Er kann das Spiel gut lesen, er hat eine sehr gute Passsicherheit und da sieht man, dass er eigentlich auch Innenverteidiger gespielt hat und da vor der Abwehr schon viele Passwege zumachen kann, das Spiel gut lesen und dementsprechend auch eine Passqualität nach vorne hat. Und das hat er eigentlich immer gezeigt und hat es hier umgesetzt, weiterhin.